Freunde der Sonne, weiter geht's hier mit Two Point Campus. Ihr seht's, viele, viele Leute sind glücklich und zufrieden. Wir wollen noch die letzten drei Grundstücke hier claimen. Und wir brauchen eigentlich jetzt nur noch einen Seelenverwandten hier. Dann haben wir das Grundstück 25 und noch die Campusstufe 25 brauchen wir. Ein bisschen mehr wird's mit dem Mitarbeiter vom Typ Dozenten durch Weiterbildung erhöhen. Da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen warten müssen. Derweil, wo wir hier aber warten, werden wir uns ein wenig alles verschönern. Das ist jetzt mein Wunsch, den ich hier habe. Und weil wir uns so schön hier alles verschönern, nehmen wir uns auch... Was ist denn hier eigentlich vorne los? Die sitzen ja alle rum. Dann werden wir uns mal den hier schnappen. Und ein bisschen noch verschönern. Und wie gesagt, das ist jetzt mein Wunsch, den ich hier habe. Zack. Das machen wir. Ergebnisse der Gesundheitsinspektion sehen doch schon ganz passabel aus. Und wie gesagt, wir werden jetzt hier verschönern. So, ein bisschen rüberrücken noch. Zack. Was haben wir hier? Eindringlinge? Sehr schön, haben wir ein paar wieder weggeschnetzelt. So muss das sein. Top. So, wir können sogar hier in der Mitte jetzt mal diese Freundschaftsbank hinstellen, die ich in der letzten Folge machen wollte. Die aber nicht hier zu finden ist, sondern bei Unterhaltung. Da. Sehr schön. Haben wir sie da nämlich auch mal hingestellt. Finde ich nämlich äußerst wichtig. Das sieht gut aus. Hier werden wir auch nochmal diese kleine Eule hinstellen. Zack. Was haben wir noch? Drei Bewerber für das Medizinstudium. Sehr schön. Zack, und weiter geht's. Assistent wird in die Bibliothek gebeten. Und wir haben, glaube ich, gerade das Grundstück erreicht mit den Liebesbeziehungen. Jedenfalls sehe ich es nicht mehr, dass wir das machen müssen. Top. Finde ich sogar noch besser. So, hier drumherum haben wir jetzt auch wunderschön alles gemacht. Sehr gut. Nimmt langsam alles hier Gestalt an. Wir können nebenbei gucken. 114 Studenten haben wir im nächsten Jahr. Ein bisschen weniger, glaube ich, als beim letzten Mal. Weiterbildung. Da läuft es ganz gut. Ja, hier. Die sind jetzt alle schon in der Weiterbildung drin. Top. Top ausgebildetes Personal. Sehr schön. Wie gesagt, wir brauchen noch ein bisschen für die Campusstufe. Die kriegen wir ja vor allen Dingen, wenn wir den Campus erweitern, mehr Zimmer, Mitarbeiterstände, um den Campus zu erhöhen, bla 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 bla. Das machen wir alles. So, den nächsten können wir hier weiterbilden. Ich habe es gerade gesehen. So, Campusstufe 4 hier, zack. Du kriegst dann die nächste Campusstufe, die nächste Weiterbildungsstufe. Sehr schön. Einmal alles hier machen. So muss das sein. Top, 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 top. Klasse. Oh, was ist hier los? Da gab es doch sonst die Probleme. Oh, ein bisschen weiter weg. So, sollte jetzt gehen. Super. Okay, es läuft, es läuft, es läuft. Und wie gesagt, wir werden jetzt hier noch ein bisschen alles erweitern. Hier drüben, ich bin gerade am Überlegen, dass wir hier auch nochmal so eine Schaukel hinmachen. Ja, komm. Das machen wir mal weg. Ergebnisse gucken wir uns gleich an. Ich möchte erstmal noch hier eine Schaukel hinmachen. So. Dann gucken wir uns mal die Auszeichnungen an. Weiter geht's. 96% Prüfungsnotendurchschnitt. Wir haben wieder akademische Vortrefflichkeit und, und. Also Freunde, was das angeht, sind wir, glaube ich, ganz gut hier mit dabei. Bestens. Wie gesagt, das Einzige, was wir jetzt noch haben, ist die Mitarbeiterzufriedenheit. Die könnten wir natürlich, wenn wir wollen, oh Gott, 9000 minus. Den könnten wir natürlich, wenn wir wollen, versuchen, durch Gehaltserhöhungen und so weiter zu machen. Will ich jetzt aber auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist jetzt nicht das, was jetzt meine Priorität hat. Wir gingen mal in die Studiengangverwaltung. 117 haben wir fürs neue Studienjahr. Wir haben Schlafplätze, gucken wir auf einen schlauen Zettel. 125 passt. Also wir können ins neue Studienjahr direkt starten. Zack. Und weiter geht's. Sehr schön. Dann geht's mal weiter, dass wir jetzt hier vorankommen. Auf der Seite. So, einmal da. So. Das passt nicht? Natürlich nicht, wer hätte das gedacht. Dann machen wir das mal anders. Dann schubsen wir mal hier hin. Und dahin. Und dann... Ne, das passt auch nicht. Werden wir dich mal wegmachen. Gefällt mir alles nicht so, wie ich das will. Dann machen wir es so. Und hier hinten dann nochmal ein anderes Objekt. Kann man das nicht ein bisschen feiner drehen hier? Nicht erreichbar. Da. Ne, das sieht immer noch nicht erreichbar aus. Ne? Das ist ja schlecht. Das gefällt mir aber nicht. Da muss da irgendwas anderes hin. Lustig, wie sich Frühstücksgewohnheiten schlagartig so, dann machen wir die Liebestrompete dahin. Steht bei mir eine dann Korbulops so rum. Kenne ich ja gar nichts. Die Werbung hat recht. Mein Morgen war einfach nicht schweinisch genug. Super. Song wird dann einmal hier die Eule. Ja, minus 5000. Krass. Müssen wir was tun. Wir sind im Minus. Wir müssen was tun. Haben wir nicht noch irgendwie ein Forschungsprojekt, was wir machen können? Hier, neues Projekt starten. Preis der Gesundheit. Zack. Sieht doch gut aus. Es läuft. Sehr schön. Wo war ich hier unten? Hier unten war ich. Da will ich weiterbauen. So, und weiter geht's. Ich sage, die Insel mag euch mit Wohlwollen betrachten, ich aber nicht. Na, so langsam wird's hier was. Na komm. Super, den hier, können wir den vielleicht noch ein Stückchen verschieben? So. So sieht's gut aus. Und hier würde ich auch sagen, komm, hier ist so viel Platz. Da würde ich gerne auch noch ein bisschen was verändern. Einmal den weg und einmal den weg. Und dann können wir da doch bestimmt... Der hier zufällig hier rein? Nicht erreichbar. Erinnerung an alle. Ihr müsst niemanden fragen. Muss man die hier wegmachen? Objekt blockiert. Wollt ihr mich rollen? Geht's nicht? Also auch so rum. Hm. Sieht jetzt aber nicht so schön aus, wie ich es gerne hätte. 3000 Medizinstudenten haben wir jetzt aufsteigen lassen. Das hier gefällt mir nicht so. Nee, da müssen wir was anderes machen. Das müssen wir anders lösen. Das gefällt mir noch nicht so. Die werden wir hier platzieren irgendwie.
gesagt, das gefällt mir noch nicht. Aber wir werden den jetzt hier einmal hinpacken. So. Kann man den sonst hier zwischen irgendwie packen? Nee, jetzt müssen wir, jetzt haben wir uns ein bisschen verbaut hier. So, nochmal. Den. Den. Den, genau. Jetzt packen wir erstmal alles wieder so hin, wie es sein soll. Von der Reihenfolge her. Und dann werden wir uns den mal hier wegmachen. Na, das passt nicht. Okay. Dann müssen wir wirklich... Zack. So. Und dann könnten wir ja, passt mal auf, gucken, ob wir nicht daneben noch so ein kleines Bäumchen. Ja. Perfekto. Das passt nicht? Doch, das geht. So. Sehr schön. Und hier machen wir noch eine von den Schaukeln hin. So. Sehr schön. Bilanz sieht etwas besser aus, wenn auch nicht so positiv, wie ich es mir erhofft hatte. Aber gut, wir wollen jetzt mal nicht meckern. So, das haben wir jetzt, dann würde ich sagen, einmal... Oh, das war das Falsche. Einmal hier rumgehen. Der Körper ist ein Tempel, also stopft ihn nicht mit Chips voll. Hier hinten wird zwar keinen interessieren großartig, aber wir machen es trotzdem. So. Na, da ist er. Das ist jetzt hier ein ganz langer Weg und Gott sei Dank müssen wir da aber auch nicht irgendwelche Bänke hinmachen. Das soll man natürlich hier hinten vermeiden, da kommt ja keiner hin. Aber einfach für die Schönheit finde ich das super, wenn wir das komplett rumgehen lassen. Solche kleinen Details sind immer super. In solchen kleinen Details, muss ich auch ganz ehrlich sagen, verfange ich mich da manchmal. Das habt ihr vielleicht mittlerweile schon mitgekriegt. Finde ich jetzt aber absolut nicht schlimm, muss ich sagen. Also, wie machen wir den jetzt hier? Wahrscheinlich eher so. Ja. Das ist aber weiter Weg hier. Müssen wir gleich mal gucken. War das so lassen? Aber ich denke, ja. So, Bilanz sieht schlecht aus. Wir brauchen vor allen Dingen neue Studenten irgendwie. Aber wir kommen nicht wirklich mit unserer Stufe hier höher. Ja. Da würde ich gerne noch ein paar haben wollen. Wir können ja das Marketingbüro wieder einführen. Und dass wir neue Bewerber kriegen. Das könnten wir machen. Das finde ich gut. Das Marketingbüro setzen wir aber hier hinten mal hin. Das machen wir. Wir holen uns mal ein großes Marketingbüro. So groß. Finde ich gut. So, dann einmal hier hingesetzt. Wir haben jetzt 25.000. Nein, das Zimmer möchte ich nicht löschen. Ich bin ja noch gar nicht fertig. So, das kann ich zumachen. Dann, was brauchen wir alles? Können wir noch irgendwas freischalten hier? Fangen wir mal damit an. Können wir noch was freischalten? Nein. Gut, dann die Tür haben wir. Wir brauchen ein paar Fenster. Machen wir mal kleine Fenster hier rein. Da kann man keins reinsetzen. Und wenn wir die noch richtig platzieren, bin ich noch glücklicher. So, kleine Fenster finde ich gut. Dann einmal die Tafel. So eine Werbetafel hier.
einmal den Greenscreen. Den sollten wir hier hinten hinpacken. Zack. So eine Sitzgelegenheit, so eine Totschicke. Machen wir auch einmal. Zweimal. Eine Kritzeltafel. Ist nie verkehrt. Teppich. Ja. Totschick. So eine Lavalampe. Yep. Desinfektionsmittel, Spinner, komm, machen wir mal mit rein. Mülleimer. Und wir brauchen auf jeden Fall Klimaanlage. Den müssen wir mal wegstellen. Machen wir gleich mal woanders hin. Zack. Wir brauchen noch so einen Schreibtisch hier. Zack. Nehmen wir das erstmal. Greenscreen kann hier auch noch was kriegen. Und dann brauchen wir noch einen Assistenten fürs Marketing. Perfekto, bewegt sich schneller als der Durchschnitt. Super. Und du machst nur Marketing, nichts anderes. Zack. Und dann starten wir auch mal eine Kampagne hier. Eine neue Kampagne. Wir brauchen geschätzte Bewerber, 180 Tage. Ja, komm. Start. Los geht's. Was soll ich nur mit meinem Leben? Wir brauchen Bewerber. Ich habe einfach keine Idee. Die 10.000 haben wir. So. Das sieht ganz gut aus. Was haben wir jetzt hier? Tag der offenen Tür, Pflegewesen kommt vorbei, Gesundheitsinspektion kommt vorbei. Dann Weiterbildung. Personal. Mit 2 auf Stufe 7. Einmal dir noch eine Weiterbildung gönnen und dir auch noch. Zack. Super. Häufige Fragen. Das läuft. Neues Projekt können wir nicht starten, haben wir noch nicht. Aber ansonsten sieht es schon mal richtig fett hier aus. Das gefällt mir. Hier hinten, das sieht auch ganz gut aus. Können neues Projekt starten. Super. Sehr schön. So muss das sein. Campusstufe, wie gesagt, wird jetzt langsam peu à peu besser werden. Viel haben wir nicht mehr. Ein paar Räume kann man, wie gesagt, noch bauen. Zum Beispiel noch einen Schlafsaal, wenn wir dann das gemündete Kleingeld haben. Das können wir noch machen. Und jetzt, wo wir ja dann auch noch hier die die Kampagne haben, sollten wir auch noch ein paar mehr Studenten auf unseren Campus kriegen. 20.000 Gewinn haben wir. Jetzt sind wir gerade im Minus, ist nicht schlimm. Wird gleich besser. Hausmeister bei den WCs benötigt. Das kriegen wir aber alles hin. Hier vorne würde ich dann gerne noch einen ordentlichen Bereich hinkriegen. Aber es wird. Wie gesagt, die Campusstufe steigt peu à peu. Gerade mit unseren Studenten, mit unseren Dozenten, die Stufe 7 haben. Das ist schon. Das ist, glaube ich, schon ganz gut, dass wir das gemacht haben. So, Stufe 4 haben wir jetzt bei dem einen Dozenten. Und damit haben wir dann auch wieder einiges geschafft. Vor allem kriegen wir dadurch auch den ERF-Bonus. Der sollte uns richtig gut reinhauen. Lange Schlange haben wir gar nicht, wie ich sehe. Die sind total entspannt hier. Häufige Fragen. Das finde ich auch gut. Wie gesagt, ein bisschen Geld
brauchen wir halt noch. Das ist halt das, was gerade wieder Mangelware ist. Aber wir haben es ja geschafft. Nee, aber nicht. Ich dachte, wir haben das geschafft. Hm. Nun gut. Müssen wir mal gucken. Woran hapert's? Wir brauchen Geld. Aber durch die ganzen Buchclub-Sachen kriegen wir natürlich auch ordentlich ERF, ne? Und dem Wetterbericht. Auf den Spitzenbergen wird es kalt, also tragen Sie besser ein zweites Paar Schuhe. Monatlicher Gewinn ist wenigstens da. Sie halten zwar die Füße nicht warm, verhalten. Haben wir denn hier schon Bewerber? Erzeugte Bewerber plus 2. Top. Das heißt, wir haben jetzt. Ne, 117 steht da noch. Sind die da schon mit eingerechnet? Das geht ja eigentlich gar nicht. Die können ja noch nicht mit eingerechnet sein. Naja, ich bin ja mal gespannt, was zum Schluss dann rauskommt. Wie gesagt, momentan sind es 117, die im nächsten Jahr kommen. Und das ist okay. Wir lassen es jetzt erstmal ein bisschen laufen, damit wir überhaupt wieder Geld kriegen. Und hoffentlich werden dann unsere Dozenten hier noch weitergebildet. Also wir haben jetzt, wer fehlt denn hier noch bei der Weiterbildung? Also 2 haben wir ja schon. Der ist jetzt schon Stufe 5. Da fehlt uns nur noch das Geld. Ja. Wie gesagt, Geld fehlt uns vor allen Dingen. Das ist das Hauptproblem. Und hoffe ich mal, dass wir jetzt demnächst ein bisschen mehr kriegen hier. Hier haben wir noch was. 3 Bewerber fürs Pflegewesen. Das heißt, 117. Ist das das Maximale, was wir kriegen können? Oder wie? Oder wo? Oder was? Studentenaufnahme. Mhm. Bewerbungen 24. Bewerbung 18. Bewerber für Bonus 3. Bewerber für Marketing 3. Okay. Aber dann geht doch noch was, oder? Na, mal gucken. Ich bin gespannt. Es läuft auf jeden Fall so peu à peu. Wir sind jetzt schon bei der Hälfte von Stufe 24. Das ist ganz gut. Und beim Rest hoffe ich auch, dass wir so peu à peu vorankommen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Abonnieren, kommentieren, liken nicht vergessen. Und dann werden wir hier weiter Stufe 25 versuchen. Nebenbei natürlich dann die Mitarbeiter in der Weiterbildung dann auch noch hinkriegen. Aber ja, es wird langsam. Wir kriegen es hin. Mal schauen, wie lange wir noch brauchen mit dem Mutenrock. Ja, bis zum nächsten Mal, wie gesagt. Abonnieren, kommentieren, liken nicht vergessen. Ciao, ciao.